Kräfte. Pia Daus. So 2006 dürfte ich neben ihr die männliche Hauptrolle im Musical Elisabeth spielen. Tag für Tag stand ich als Tod auf der Bühne und dürfte die Kaiserin verführen. Meine Damen und Herren, Pia Daus. Förmliches Ultimatum aufgesetzt. Wenn du mich nicht verlieren willst, erfüll es. Ich möchte selbst über die Erziehung meiner Kinder bestimmen. Und von nun an will ich entscheiden, was ich tue und lasse. Lies mein Schreiben und entscheide dich. Für deine Mutter oder mich. Und jetzt mich allein. Elisabeth, sei nicht verzweifelt, ruh dich aus in meinem Arm. Ich will dich trösten. Flieh und du wirst frei sein und alles Kämpfen wird vorbei sein. Fort aus Raum und Zeit in eine bessere Wirklichkeit. Elisabeth, Elisabeth, ich liebe dich. Schleier fällt, verlass die Schatten. Ich hab mich so nach dir gesehnt. Lass mich nicht warten. Mach die Nacht zum Morgen, lass mich befreit sein und geborgen. Lösch die Erinnerung in mir auf.
gib meiner Seele ein Zuhause. Lass die Welt versinken, ich will mit dir nicht ertrinken, mit dir als Feuer auferstehen und in der Ewigkeit begehen. Meine Damen und Herren, Pia Daus! So schön. Vielen Dank. Danke, Florian. Pia, ich hätte früher nicht mal zu träumen gewagt, einmal mit einer Musical-Legende wie dir gemeinsam im Musical singen und spielen zu dürfen. Vielen herzlichen Dank dafür. Aber ich musste auch ein Kompliment machen. Er hat viel mitgemacht in diese Szenen, die wir immer gespielt haben. Und du bist so leidenschaftlich und ich liebe, dass du das alles selber machen möchtest. Ich finde es fantastisch. Ich danke dir. Allein schon dich zu küssen, ist die Arbeit wert. Ja, als Tod dürfte ich verführen. Schön, dass du heute beim Rosenfest zum Jubiläum mit dabei bist. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle auch noch mal Danke sagen für die vielen Abenteuer und Rekorde, die ich in den letzten Jahren erleben und aufstellen durfte. Ich bedanke mich bei allen Trainern, die mir ganz geduldig beigebracht haben, wie man fliegt